Herzlich willkommen zurück zu Tschechka Sensei. Ich bin Tschechka Und ich bin Julia. und heute geht es wieder darum, Verben zu konjugieren. Julia muss wieder viel konjugieren. Und zwar geht es aber heute um die verneinte Grundform. Und ich habe da auch angeschlossen die verneinte T-Form. Also die kommt auch mit vor, aber die ist so leicht, dass ich das einfach jetzt mit reinnehmen möchte. Ja, also das lohnt sich nicht, darüber eine extra Folge zu machen. Und wenn man die verneinte Grundform bilden kann, dann kann man auch die verneinte T-Form bilden. Weil man halt, wenn man jetzt zum Beispiel den Imperativ benutzt im Negativen, also verneinte sozusagen, also kann man sagen, halt bitte schwimm nicht oder sowas. Also nicht bitte schwimm, sondern bitte schwimm nicht oder bitte trink nicht aus oder irgend sowas, ne? Also so setzt man die halt zum Beispiel ein. Ja, ansonsten habe ich mir das so gedacht, dass ich dir immer die Massform von einem Verb gebe. Die ersten Verben, an denen ich das erstmal erkläre, sind wieder die gleichen wie in den letzten Folgen. Und dann würde ich dich bitten, immer erst die verneinte Massform zu bilden, also die höfliche Form des Verbes in verneint. Dann die höflichkeitsneutrale Form des Verbs, die dann verneinen. Also das erkläre ich dann. Und dann erkläre ich davon die Vergangenheit. Also die eigentlich so ist, wie man auch Adjektive, I-Adjektive in die Vergangenheit bringt. Und dann noch die T-Form, die verneinte. Aber die ist bei den ganzen Verben gleich. Genau wie die verneinte höfliche Form, also die Massform verneint, die klingt auch bei allen gleich. Also die kannst du von allen bilden. Also es wird wieder viel. Wir kriegen das hin. Okay. Dann erstmal, Eimas haben wir. Weißt du noch, was das bedeutet? Treffen. Genau. Ja. Und die verneinte höfliche Form ist immer, dass du aus dem Mass ein Massen machst. Ja, doch, weiß ich sogar. Eimassen. Genau. Stimmt. Eimas wird zu Eimassen. Kannst du von dem die höflichkeitsneutrale Form bilden? Au. Genau. Au, sehr gut gemerkt. Wir bilden das jetzt so, dass erstmal Joja halt die höflichkeitsneutrale Form sagt und daraus machen wir dann die verneinte Form, ne? Also die höflichkeitsneutrale verneinte Form des Verbs. Ich hoffe, es kommen alle mit. Also etwas nicht machen, nicht treffen. Also das hier, dieses Eimasen, heißt auch nicht treffen, aber das benutzt man nur, wenn man die Person, mit der man spricht, siezt. Na, also halt deswegen höflich. Und höflichkeitsneutral wird es dann zu Avanai. Ah. Das ist ein bisschen schwierig. Also das, man nimmt das Ö weg und setzt ein Vanai ran. Ich kenne das von Wakanai quasi. Habt ihr das als Wakaranai oder Wakanai gelernt? Nee, ich habe es nicht im Unterricht gelernt. Ich habe es mir bei dir abgeguckt. Ach so. Ja, das ist nämlich ein Wakanai. Wakanai. Genau, und eigentlich ist es Wakaranai. Hm. Genau, aber man sagt beides. Also mehr Leute sagen Wakanai. Das ist halt so Slang oder es ist halt einfach ein Wort wie, wenn man statt gehen, gehen sagt, so gefühlt. Genau, also zu Awanai wird es. Am Ende steht immer ein Nai. Deswegen, also ich habe das vorhin nicht ganz gut gesagt, aber wenn man ein I-Adjektiv verneint, hat man immer ein Künai. Hm. Und wenn man daraus die Vergangenheit bildet, klingt das genau wie hier, genau das Gleiche macht man mit dem Nai. Awanakata. Genau. Es wird zu Awanakata und zum Beispiel ein I-Adjektiv wäre jetzt Kawaii mit Doppel-I. Ist verneint kawaikunai. Und da wird auch das Nai zu in der Vergangenheit so nakatta. Also kawaikunakatta. Also es wird genauso gebildet. Also deswegen ist die Vergangenheit, finde ich, relativ leicht. Man muss sich das eigentlich nur von den I-Adjektiven abkupfern. Und das ist auch bei den ganzen Kategorien gleich.
Also das ist immer ein Nai am Ende und du machst immer einfach einen Nakata daraus. Mhm. Und genauso ist es mit der verneinten T-Form. Die ist nämlich Awanaide. Mhm. Awanaide. Genau. Man macht die T-Form aus der Verneinung und nicht andersrum. Man macht nicht erst die T-Form und verneint die dann, sondern wir verneinen das und dann daraus wird eine T-Form. Also genau, es ist halt leichter, so rum zu machen. Ja, ja, würde ich sagen. Genau, also die Vergangenheit und die T-Form sind bei allen Kategorien gleich. Deswegen wird es nicht so schwer sein. Das Schwere ist wirklich nur dieses, der erste Schritt, also von der Grundform die verneinte Form bilden. Das ist halt, da gibt es halt wieder verschiedene Kategorien und die haben halt nicht alle ein Wa dazwischen. Aber das ist halt, wenn man einmal so den Dreh raus hat, das ist relativ leicht, finde ich. Also das ist immer irgendwas mit A, Nai. Mm. Also das werden wir sehen, aber es klingt schon sehr ähnlich. Also bleiben wir in der Kategorie und ich möchte dich dann bitten, die nächsten Verben zu konjugieren. Skaimas heißt benutzen. Hm? Möchtest du immer noch die höfliche verneinte Form sagen oder? Mach mal ruhig alles. Also erstmal muss ich sagen, tsukaimasen. Genau. Tsukau. Ja. Tsukawanai. Ja. Ah, und tsukawanakata. Genau. Und die T-Form habe ich auch immer noch mit hingeschrieben. Tsukawa. Also erst sagst du erstmal nochmal die verneinte Form einfach. Tsukawanai. Tsukawanai. Und dann kommt ein Dä da an. Ja. Tsukanaide. Nein. Tsukawanaide. Ah, tsukawanaide. Das ist genau. Schwer. Das ist echt schwer, finde ich. Es sind sehr viele. Tsukawanakata, tsukawanaide. Okay. Genau, also benutze in der Du-Form, also in der höflichkeitsneutralen Form, nicht benutzen, nicht benutzt haben, benutze nicht. Zum Beispiel, man kann es auch anders. Also man kann, ja gut, aber die T-Form in der negativen Form wird, glaube ich, fast nur für diesen Imperativ genutzt. Mm. Obwohl man könnte auch eine Verlaufsform, also etwas im Moment nicht benutzen. Okay. Ja, bloß die Verlaufsform hatten wir ja noch nicht. Dann das nächste Verb ist chigaimas und das heißt, etwas ist falsch oder anders. Chigaimasen? Ja. Chigau? Ja. Chigawanai? Ja. Chigawanakata? Ja. Chigawanaide? Genau. Obwohl ich mir bei dem Verb wirklich nicht vorstellen kann, dass man das irgendwie in der verneinten T-Form verwendet. Also wenn etwas anders ist oder falsch ist. Mach es nicht falsch. Ja, aber man sagt das ja nicht. Also falsch machen ist dann wieder was anderes. Ja, stimmt. Deswegen, ich weiß nicht, wie man das, also einfach, es kann sein, dass es irgendwie, dass man das benutzen könnte und wir üben daran einfach jetzt mal die T-Form. Ja, doch, sei nicht falsch. Sei nicht falsch, sei nicht anders. Ja, genau. Okay, dann suimas und das heißt inhalieren, einatmen oder zum Beispiel der Staubsauger, wenn der Staubsauger Staub saugt oder sowas, also saugen heißt es auch. Genau. Suimasen. Ja, was sehr lustig ist. Nicht suimasen, sondern suimasen. Ja, und vor allem gibt es sehr viele Leute, die statt dem Wort suimasen sagen. Ja. Ja. Su. Ja. Suwanai. Ja. Suwanakata. Ja. Suwanaide. Genau. Nicht einsaugen. Genau. Suimasu, suwanai. Suwanakatta, suwanaide.